Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens. Trading Update und Multiplayer bei Granddad's Gaming Corner. Und falls ihr neu seid und hier einfach mal so reinschneit, dann lasst doch gerne ein Abi da, ein Abo da und läutet die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Hier geht's um ein Projekt im Spiel Sapiens und wir sind jetzt knapp an der 150 Einwohnerzahl. 147. Wir haben jetzt einen Todesfall noch gehabt letzte Nacht. Und wir versuchen gerade die 150 zu knacken und die 200 tatsächlich als Fernziel anzupeilen. Und ja, schön ist, dass man hier zoomen kann. Wir haben da einen Scout unterwegs. Der ist hier. Und den müssen wir jetzt noch mal kurz zum Essen schicken. Wo waren noch mal schnell Orangen? Die waren hier. Da schicken wir dich jetzt noch mal schnell hin, bevor es ganz Tag wird und hell wird. Weil heute hat er tatsächlich einen ziemlich langen Marsch vor sich. Und da sollten wir noch mal schauen, ob er was essen will. Ob er jetzt noch morgens noch mal was essen will. Genau. So, und dann schicken wir ihn ins nächste Dorf und das ist hinterm Hügel. Also da hat er tatsächlich einige Strecke vor sich. So, und ich glaube, er ist hier, oder? Nee, er erntet noch den Rest. Und jetzt sammelt er. Okay. Ordentlich wie er ist, sammelt er die ein und tut's ins Lager. Aber er isst keine mehr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nicht hungrig bist, dann geht's los. Dann schicken wir dich. Und das ist jetzt die Frage. Die Route überlasse ich dir. Dann schicken wir dich hier hin. Und wohin schicken wir dich genau? Irgendwo hatten wir. Irgendwo hatten wir hier Orangen. Ja, wir schicken dich mal hier hin. Wir schicken dich mal hier hin. Und dann sagen wir hier, wir machen hier einen Speicher. Und ja, und dann sagen wir hier nur Orangen, damit hier kein Blödsinn passiert. Oranges und dann sagen wir hier Ernte mal, falls du Hunger hast. Okay, so und jetzt ist er hoffentlich auf dem Weg. Ja, er ist schon auf dem Weg und so wie es aussieht, umgeht er den Berg. Also er klettert da nicht hoch, sondern er läuft dran vorbei, links rum, was sehr vernünftig ist. Ja. Okay, dann lassen wir ihn mal laufen. Dann ist er hier und dann hat er noch ein bisschen Strecke vor sich. Also ich denke, er schafft dann am nächsten Tag bis hier rüber. Da ist er noch nicht ganz daheim. Bis hier rüber und am übernächsten Tag schafft er tatsächlich dann hier die Strecke bis in das Dorf. Und dann ist er praktisch daheim. So. Gut, ja, und wir überlegen uns jetzt hier mal. Wir haben ja Fliesen ohne Ende. Ohne Ende nicht, aber wir haben relativ viele Fliesen. Und da können wir doch jetzt mal einen Path bauen. Bild mit den da und den Fliesen. Und wir brauchen da immer zwei pro Segment. Also gar nicht so viel, wie ich dachte, ne? Und wir fangen mal hier an. Und bauen da mal einen Weg. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil dieser Weg passt sich jetzt nicht automatisch dem Untergrund an.
Das heißt, da müssen wir ein bisschen schauen. Irgendwo kriegen wir dann nämlich nicht, ne, müssen wir Stufen oder so einbauen. Hier nämlich. Weil da geht es ein bisschen nach unten. Und dann müssen wir hier auch unseren Ding wegbauen. So, weil wenn wir jetzt hier brauchen wir jetzt eine Treppe. Und zwar eine halbhohe. Eine halbhohe Treppe. Zack, ja. Und dann geht es hier weiter mit den Fliesen. Da unten. Zack. Komm's. Komm's. Kann ich das da durchbauen? Ja, kann ich sogar über das Ding drüber bauen. Das ist doch das super. So, und dann brauchen wir hier wieder eine Stufe, denke ich. Ja, hier brauchen wir wieder eine Treppe. Dahin und bauen dann da unten weiter. So, noch eins. Es ist jetzt ein bisschen abenteuerlich. Es ist so der erste Versuch, mal so eine Ding zu bauen. Das hängt jetzt hier auch ein bisschen in der Luft. Vielleicht fülle ich da dann auch noch auf. Mal schauen, dass das ein bisschen realistischer aussieht hier an der Stelle. Dann schließen wir hier wieder an. Der Vorteil ist, wir können da tatsächlich. Auch durch die Luft bauen, in Anführungszeichen. Und dann bauen wir hier noch mal eine Treppe ein. Zack. Das geht eigentlich ziemlich gut. Mal schauen. Mal schauen. Zack. Ups. Dann brauchen wir hier noch mal eine Stufe. Noch meine Treppe. Also es geht hier stetig bergab oder bergauf, je nachdem, wie man es sehen will. Insofern da geht es wieder runter. Gehen wir noch eins und dann, da sieht man, dass es stetig immer wieder so stufenweise runtergeht, ne? Wir kommen da direkt aufs Nullniveau. Wir sind da auf 90 und oder 7 und irgendwas um die in den 80ern. Und da unten haben wir ja fast Meeresniveau erreicht. Das heißt, da sind wir relativ weit, relativ niedrig. Und wenn ich es richtig gesehen habe, können wir mit dem Schlitten auch diese Treppen fahren. Das heißt, bringt es das? Ja, ich lasse es erstmal. Ansonsten graben wir hier nochmal ein bisschen ab. Wenn das zu tief liegt. So. Genau, und dann bauen wir hier noch die Treppe. Und dann geht hier schon die nächste. Also hier ist gleich die nächste. Da geht es ziemlich bergab. Ja, sehen wir, die bauen jetzt hier die ganzen, die nehmen jetzt hier den ganzen Rasen weg. So, und jetzt brauchen wir hier wieder eine Treppe. Das ist gar nicht so
Ich bin gespannt, ob das funktioniert und vor allem, ob das tatsächlich ein schnellerer Weg ist als der andere. Wir sind hier neben dem Weg. Wir können also da vielleicht sogar mal ein Rennen fahren, in Anführungszeichen. Jetzt kommt wieder ein Sturm auf. Scheibenkleister. Ich lasse es jetzt hier mal gut sein mit dem. Das ist jetzt schon eine ganze Ecke, die wir hier haben. Hintergrund ist der, warum mache ich das? Für die, die in der letzten Folge nicht dabei waren, wir haben hier unten schon diesen Weg, der bindet eben, der bindet dieses Dorf hier an, über diesen Weg. Der Weg ist schon mal ganz okay. Aber ich vermute, dass dieser Plattenweg, dass der nochmal ein ganzes Stück schneller funktioniert oder einfacher oder leichter oder wie. Das heißt, ich habe oben beobachtet im Dorf, wenn die Schlitten fahren und sie haben die Wahl, wie sie fahren, dass sie dann, war jetzt mein Eindruck, ich weiß es nicht, jetzt haben wir wieder die Verletzungen, Scheibenkleister durch den Sturm, dass die dann eher diesen Plattenweg wählen. So, und ich würde das Dorf hier gerne aufwerten, weil ich hier dann noch meinen kleinen Hafen hinbauen will. Das möchte ich abgraben. Hier haben wir schon Wasser. Und hier einen Kanal graben. Kanal, 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 Kanal. Das ist ein Riesenprojekt, ich weiß, aber es macht Spaß, große Projekte zu machen. So, dann hätten wir hier nämlich einen Kanal. Und hätten hier, könnten hier Schiff, 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 Schiff. Ist jetzt alles im Vorgriff auf Kanus, die ja kommen sollen. Wir kriegen Kanus. Und dann könnten wir hier mit Kanus rüberfahren. Der Vorteil ist, wir brauchen keine Straßen bauen, sondern wir können übers Wasser. Und da ist unser Scout schon. Und dann könnten wir hier nochmal einen Hafen bauen. Und hier haben wir die erste Metallsiedlung. Die können Metall, das sieht man hier, die haben riesige Metallvorkommen. Und da könnten wir Metall handeln. Das heißt also hier einen kleinen Hafen bauen. Bambusplantagen, Pine Tree Plantage und Wald und so weiter, damit wir die Sachen ernten können. Und was wollen die von uns? Die wollen gerne haben Trade Requests, die wollen Logs, die wollen Branches, die können wir bieten. Wir können Flachs anbauen, ist auch keine große Sache. Wir können Flachs Twine produzieren, auch möglich. Also das ist alles. Wir könnten schauen, also die Crucibles, weiß ich nicht. Ja, wir könnten theoretisch Ton abbauen. Müssten wir schauen, wo wir hier ein Vorkommen finden. Oder wir transportieren es rüber, weil da drüben haben wir ja ein größeres Tonvorkommen. Dann könnten wir also Ton hier rüber könnten. Oder wir handeln die Crucibles da drüben. Ja, noch bessere Idee. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Wir handeln die Crucibles da drüben, schippern die hier rüber, handeln hier mit den Crucibles, mit Holz, mit Branches und so weiter. Und ja, und handeln hier Metall. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen schauen. Ja, da müssen wir jetzt schauen, dass die Leute dann natürlich zurückkommen. Jetzt schauen wir mal, wie weit unsere Straße hier gediehen ist. Boah, die ist schon ziemlich weit, würde ich sagen. Wow, die ist schon ziemlich weit. Das sehen wir jetzt, das sind Arbeiter, die noch ein bisschen älter sind, scheinbar. Die brauchen länger, ich weiß es nicht. Und wir haben wieder mal Sturm. Oh Mann, nobody. Ja, Flying Pumpkin. Pumpkin. Da haben wir wieder das da. Also gut, wir sammeln wieder alles ein. Wet Flags. Flags können wir eh brauchen. Ja, Äpfel essen sie sogar. Will ich jetzt gar nichts wegnehmen. Dann haben wir hier den Flachs, dann haben wir hier die Pumpkins. Neun Pumpkins, die sammeln wir natürlich auch ein. Er kommt aus der Richtung. Das heißt, wir haben hier ja natürlich jede Menge. Und der ist da. Also es ist, diese Stürme sind echt irgendwie ein bisschen, ja,
Ich bin kein Freund davon. Ich bin kein Freund davon. Aber gut, vielleicht sind sie das Salz in der Suppe, so nach dem Motto. Ich glaube, es war in den Dingern auch, in der Wunschliste auch sowas wie automatisch nach dem Sturm aufräumen. So nach dem Motto, wenn hier die Sachen rumliegen, so wie ich das jetzt gerade mache, dass das dann sozusagen automatisch geht, dass alles das, was sozusagen rumliegt, dann automatisch aufgeräumt wird. So, das wird eh schon gedüngt. Dann haben wir hier noch wahrscheinlich, ja, dann haben wir hier noch Wheat. Ja, das sieht man schon hier, die Äpfel. Vier Äpfel, naja, das geht noch. Wird hier nur irgendwas? Ja, hier haben wir die Elderberries. Die hier biegt es ziemlich, aber sie sind noch nicht gewachsen. Susa was majorly injured by a flying bamboo. Okay. Ja, und wir sollten jetzt gleich schauen, ob wir genügend Verletzungsmedizin haben. Burn-Medizin. Ja, wir haben keine Verletzungsmedizin mehr. Okay, das heißt, die müssen wir bauen. Verletzung, wir brauchen. Ach, 27 Echinacea. Okay. Dann haben wir hier. Da kriege ich immer den Knoblauch. Da kriege ich jetzt immer den Knoblauch. Da haben wir die Poppies, die brauchen wir jetzt eh gleich. 7 Poppy Flowers, okay. Und jede Menge Knoblauch. Scheibengeister, 36 Knoblauch. Ja, okay. So, dann haben wir hier Aloha. Also, ja, das ist. Heute sollten wir schauen, ob da noch mehr drum liegt. Ja, 2 Stück, das ist gar nicht so dramatisch. Das wird eh schon eingesammelt. Das wird auch alles. Oh, Scheibenkleister. So, dann haben wir hier Marigold, die brauchen wir auch. 2. So, der Sturm ist vorbei, es regnet nur noch, in Anführungszeichen. So, wir brauchen noch Marigold. Wir brauchen noch Marigold. Und ich würde sagen, wir nehmen mal. Ja, nehmen wir mal 11. Zack. Und wir brauchen Turmeric. So, dann war hier noch ein Turmeric rumgelegen. Ja, dann können wir die nämlich jetzt markieren. Ah, Ginger. Ginger Roots war das. Okay, aber da haben wir noch ein Turmeric. Oder komme ich jetzt nicht ran? Moment. Doch, komme ich. Turmeric Root. Können wir noch mehr? Ja, da liegen noch mehr. Die sammeln wir natürlich auch alle ein. So. Oh Mann, Sturm, ja, das ist echt, Sturm ist echt, nicht lustig, nicht lustig. So, haben wir hier noch mal Flachs irgendwo? Tja, Gesundheit, danke. Select und sammeln. Und ist hier noch irgendwo? Ah, da liegt noch, können wir auch noch Weed. Und dann sollten wir da unten noch mal schauen, da noch irgendwas rumliegt an Weed.
Da liegt noch Flachs. Okay, ein Dryflex. Haben wir noch irgendwo Äpfel, die hier rumliegen? Nein. Oh, da ist noch Pumpkin. Ja. Oh. Another Tribe. Okay. Zack. Wo bist du? Du bist hier an der Verbindungsstraße. Okay. Da ist noch jemand. Okay, super, zu zweit. Passt. An der Verbindungsstraße. Und da sind auch Alpakas. Die sollten wir auch jagen, denke ich. Select und zack. Die sind schon vorbeigezogen. Die haben wir übersehen. Keine Jäger in der Nähe. Dann müssen wir mal versuchen, die abzugraden. Bringt uns das was? Ja, das bringt uns was. Jetzt sind sie gesehen worden. Upgraden. Okay. So, hier sind die Skins weg. Hier haben wir auch noch. Okay. Die beiden sind mit dabei, sind nicht infiziert. Die eine nicht und der andere auch nicht. Super, super, super. So, dann haben wir hier noch ein paar Orangen, die rumliegen. Die holen wir uns natürlich auch noch. Vier Orangen. Zack. Oh, und hier liegt noch jede Menge Getreide. Macht es Sinn vom Nachbarn? Boah! Ja, gut, wir holen es uns. Hier liegt noch mehr. Ich habe so den Eindruck, die Nachbarn sammeln das nämlich nicht auf. Wenn wir es nicht tun, bleibt es einfach liegen und verdirbt. Naja, wir schauen mal. Wenn meckern die und dann sehen wir es eh. Ob die sagen, hey, ihr habt uns unser Getreide geklaut. Aber okay, schauen wir mal. Da ist jemand verletzt. Da ist jemand verletzt. Ja. Zwar ziemlich. Ich glaube, das war Verletzung durch einen Kürbis, durch einen fliegenden Kürbis. So, und was haben wir jetzt hier? Injury Medizin, weil ein Bowl. Okay, wir haben keine Scheibenkleister. Das ist natürlich jetzt auch nicht gut. Haben wir noch Ton? Ja, wir haben noch Ton. Ton haben wir noch. Okay, so. Das heißt, wir brauchen hier Schüsselchen. Wir machen hier. Machen wir erstmal 20 hier. Und machen wir 20 hier. Craft. Und da haben wir eh noch den. Haben wir den noch am Laufen? Nein, haben wir nicht. Das heißt, den zünden wir jetzt an, damit wir die gleich brennen können. Okay. Das ist natürlich blöd, dass wir keine Schüsselchen mehr haben. Weil wir zu viel Virusmedizin am Lager haben. Das heißt zu viel. Wir haben eine Menge Virusmedizin am Lager. Und deswegen haben wir keine Schüsselchen mehr frei. Jetzt ist die Frage, wie schaut es mit unserer Straße aus hier? Und da schaut es eigentlich ganz gut aus. Ja? Also hier, das ist schon alles fertig. Das ist schon fertig. Schubidu. Bis hier. Und wenn ich jetzt die Leute von da unten zurückschicke, was wir jetzt dann gleich tun, dann ist die Frage, oder das können wir gleich tun, weil die sind wirklich, die sind ja schon bis zum Ende fertig, ne? Das ganze Ding ist fertig. Okay. Ja, das ist ja super. Dann ist jetzt die Frage, wo laufen die und wie schnell laufen die? Und vielleicht laufen ein paar auf der alten Straße und ein paar auf der neuen Straße. Ah, die haben jetzt da unten angefangen, den Ton abzubauen. Ja, ist auch gut. Das war ja noch eine Uraltmarkierung.
Okay, ja, schön. Dann ist jetzt der Ton hier abgebaut. Der ist kein Problem, weil der hält sich ja. Der hält sich ja ewig. Der hält sich ja ewig. Also insofern, das kann verrotten. Das ist okay. Aber der Ton hält sich. Und die Stangen könnt ihr nicht speichern, weil wir kein Stangenlager haben, oder wie? Ja, wir haben kein Stangenlager, kein Branches-Lager. Das machen wir dann natürlich noch. Dann sagen wir hier Branches. So, da wird noch der letzte Ding weggeklopft. Okay, das können wir noch abwarten vielleicht. Und dann schicken wir euch nach Hause. Weiter sind keine mehr. Nein, weiter drinnen sind keine mehr. So, und dann würde ich sagen, wir schicken euch jetzt alle nach Hause. Und ich sag mal, wir schicken euch im Pulk nach Hause. Und jetzt schauen wir mal, wo lauft ihr? Jetzt hier erstmal auf der Straße, das ist klar. Die Frage ist, wechselt ihr? Wir können jetzt hier nochmal alle markieren und sagen, geht mal auch heim. Geht mal hier hin. Und die Frage, laufen da welche auf dem Weg und laufen da welche auf? Ah, hier sind die Treppen noch nicht fertig, deswegen. Aber, naja, und die sind auch alle unterschiedlich alt. Also, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber da sieht man, der Alte hier, der eigentlich langsamer ist, der ist nicht so viel langsamer hier als die anderen auf dem normalen Weg. Also ich glaube schon, dass diese Platten hier deutlich einen deutlichen Unterschied machen. Ich denke, die machen einen deutlichen Unterschied von der Geschwindigkeit. Und wir sehen ja, dass das recht flott geht. Ja, es ist jetzt ja nicht so, dass das jetzt ein Riesenprojekt. Das meiste, was wir hier jetzt brauchen, ist, warum geht es hier nicht? Weil Split Logs. Und es könnte sein, dass wir da wieder leer gelaufen sind bei Split Logs. Wir schauen mal kurz. Ne, sind wir nicht. Haben wir noch. Haben wir noch. Und Logs haben wir auch noch genügend. Also das passt schon. Trotzdem sollen wir hier welche nachproduzieren? Ne, ich glaube noch nicht. Das passt. So, da schläft schon wieder jemand auf freiem Feld. Ja, weil du verletzt bist. Das ist natürlich nicht gut. Dann schickt man dich mal hier hin. Weil du musst dann behandelt werden, ne? Ja, das sind natürlich jetzt die Einzelnen sind noch behandelt worden. Weil wir hatten ja noch Verletzungsmedizin. So. Also das ist schon ganz witzig, diese Dinger hier. Das läuft schon. Und jetzt schauen wir mal, wie schaut es denn mit unserem Vorrat an Platten aus? Da haben wir nichts. Da haben wir noch 322 und hier haben wir noch 200 irgendwas. Ja, also wir haben noch genügend Platten für den Weg. Wir haben noch Splitlocks für die Treppen hier. Das passt schon. Und die machen jetzt hier die Schälchen. Die produzieren jetzt hier die Schälchen. Und dann können wir hier sagen, brennen die erstmal. Da ruht sich noch eine aus. Wir haben hier jede Menge Hämmer und wir haben hier jede Menge Meißel und wir haben noch Ingots, 30 Stück, aber wir haben kein Kupfer mehr. Doch ein Kupfer hätten wir noch, aber das nutzt uns nichts mehr. So, ich glaube, wir können hier aufhören, die Hämmer zu bauen.
weil wir keine Hammerköpfe mehr haben, ne? So, den da können wir speichern. So, da kommen jetzt die letzten Mohikaner zurück. Ja, die laufen alle auf der normalen Straße. Okay. Jetzt können wir natürlich mal sagen, spaßeshalber, geh du dahin. Und dann geh dahin, um einfach mal zu sehen, ob du da schneller bist. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das schaut nicht so aus, als wäre sie da schneller. Aber wir schauen mal. Tja, demnächst die Schlafenszeit. Die gehen jetzt alle schlafen. Wir haben natürlich jetzt einige Verletzungen aufgrund Sturm. Durch den Sturm. So, hier sind noch die letzten Aufräumarbeiten. Und da muss noch jemand eingeladen werden, zurückzulaufen. Und ihr geht eh alle ins Bett, so wie es ausschaut. Ja. Ja, das waren noch die letzten, die hier aufgeräumt haben, das Getreide. Da ist jetzt die Frage. Jetzt müsste man eigentlich wieder hier die Brotproduktion wieder angelaufen sein, weil wir haben jetzt hier natürlich wieder Getreide durch den Sturm. Okay. Und hier haben wir nochmal die Alpakas 5 und hier haben wir 2, 7. Aber ich denke, wir haben nochmal welche gejagt. Also wir sollten nochmal schauen. Alpakas 9. Ja, da fehlen uns 2. Und ich glaube, die sind wieder hier drüben eingelagert worden. Weil wir die hier gejagt haben. Hier. Die sind wahrscheinlich wieder hier. Ja, da sind sie. Send Items. Und wir haben zwar 3 zur Jagd freigegeben, aber scheinbar haben sie nur 2 erwischt. Scheinbar haben sie nur die 2 erwischt. So, jetzt sind alle im Bett, denke ich mal. Können wir auf Pause gehen. Also, ich denke so im Vorgriff, das ist keine schlechte Idee, hier das mit den Platten weiterzubauen. Und jetzt haben wir hier noch Ton, den können wir dann auch noch heimholen, 36, und da liegt noch ein bisschen was rum. Und dann kriegen wir hier den Weg darunter. Jetzt bin ich schon gespannt, das wäre jetzt nochmal die nächste Überlegung, zu sagen, wenn die Steigung hier, ob das auch mit Treppen, also können die Schlitten auch über die Treppen fahren? Ich vermute ja, aber also diese kleinen Treppen hier, die schaffen sie. Das geht. Aber die Frage ist, ob man da jetzt so eine größere Steigung auch schafft. Ne? So, also da sind alle im Bett, denke ich. Da war ein Roter. Da wollte ich jetzt nochmal schauen. Wo bist du? Da drüben. Eine Rote. Ja, und du bist eben verletzt. Slept on ground. Das ist eine der 9. Major Injury. Ja, die liegt jetzt natürlich hier. Aber meine Hoffnung ist, dass wir jetzt hier relativ schnell wieder unsere Produktion anwerfen mit den Schüsselchen. Ja, das sind schon die Schüsselchen. Das sind schon die 3. Und die müssen jetzt noch trocknen. Und dann kann hier Medizin produziert werden wieder. Und dann passt es auch. Okay. Dann werden wir die alle behandeln. Also der Sturm hat wieder einige verletzt, denke ich. Und tja,
Gut, die Betten sind jetzt hier fertig. Da haben wir noch eine Verletzte. Ja. Die Betten sind hier fertig und es wird auch schon ganz gut angenommen, finde ich. Ja. Ja, schön. Also das läuft. Das läuft. Das passt. Dann würde ich sagen, wir bauen den Weg da einfach fertig zum Dorf. Das ist so ein bisschen Vorgriff auf dieses Projekt. Irgendwann haben wir Kanus und ich hoffe, wir kriegen die Kanus in unsere bestehende Welt mit rein. Wenn wir das natürlich nicht upgraden können, wenn wir die Welt hier nicht upgraden können auf die neue Version mit den Kanus, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann okay, aber wir gehen jetzt mal positiv davon aus, dass das funktionieren wird. Und dann hätten wir da unten dieses Dorf gut angebunden über diese Straße, über den Plattenweg, der dann hoffentlich gut funktioniert. Dann könnten wir den Kanal graben. Das könnten wir im Grunde genommen auch schon im Vorgriff machen, indem wir da, ja, eigentlich müssten wir dann da unten schon die kleine Siedlung am Wasser gründen. Da müssten wir also schon Sapiens abstellen drauf, dass wir da unten, was weiß ich, 20, 30, 40 Sapiens haben. Und die graben dann einfach diesen Kanal aus. In der Hoffnung, dass wenn wir den 2, 3, 4 Einheiten breit machen und ein, zwei Einheiten tief, ich glaube, tiefer können die Sapiens nicht im Wasser tauchen, um Sachen rauszukriegen. Oh, hier ist einer fertig. Unser Tall Tree ist fertig. Tall Pine Tree. Aber er hat keine Cones. Habe ich jetzt vielleicht übersehen. Vielleicht hätte er die nach dem Wachsen gehabt. Und da sehen wir schon, wow, wow. Das ist schon ein Unterschied hier, ne? Der ist mindestens doppelt so hoch wie diese normalen Pine Trees. Haha. Okay, also da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen, dass wir den nicht aus den Augen verlieren und den neuen hier auch nicht. Jetzt habe ich nicht genau aufgepasst, aber ich denke, er hat drei, vier Folgen hat er gebraucht, so fünf Folgen, um zu wachsen. Also das ist doppelt so lange wie die normalen Pine Trees. Und meine Vermutung wäre jetzt auch, er bringt doppelt so viel Holz. Das können wir ja dann nochmal testen, weil wie gesagt, wenn wir ein paar übrig haben, ich würde hier tatsächlich nochmal welche hinpflanzen, wenn möglich. Jetzt düngen wir hier nochmal kurz. Nee, 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 nee. Quatsch, 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 Quatsch. Select und. Düngen wollte ich's, nicht graben. Das wäre jetzt blöd gewesen. So, wir schauen nochmal nach unseren Kompostern. Ja, die funktionieren ganz gut. Die funktionieren gut. Also wir sehen hier, drei sind jetzt demnächst verrottet. Wir kriegen hier wieder die 276 sind vom Sturm. Da verrotten welche, dann nochmal 500 irgendwo. Hier haben wir nochmal 47, die demnächst verrotten. 14 Bambus. Okay. 13 Stunden, 13 Stunden, 14, 14, 14, 13, 13, 20. Aber die sind alle 18, die sind alle gefüllt. Das heißt, die könnten alle, die produzieren alle Dünger. Und hier der auch, 12 und der hier in 14 und die beiden in 14 und der hier auch in 18. Und hier haben wir auch wieder, ja, demnächst. Also sehen wir schon da, also ich glaube mit den Kompostern sind wir jetzt im Reinen. Ich glaube, da holen wir auch ganz gut auf. Das passt. Wir könnten hier nochmal
Birken, Samen, ernten. Das machen wir auch. Zack. Und wir pflanzen dann noch mal ein paar Birken. Und dann war es das, denke ich. Da haben wir hier die Birken. Schupp. Und eins, drei, vier, fünf, sechs, zehn, elf, zwölf, 13, 15. Okay. Und dann werden ein paar überbleiben, aber das reicht. Ich denke, das reicht dann an Birken. Und wir machen da drüben dann nochmal, das schauen wir uns in der nächsten Folge, wenn dann an, nochmal vielleicht Espen. Und wie schaut es hier mit unserem Brennstoff aus? Ja, das ist ganz okay. Hier müssen wir nochmal schauen, da können wir noch nicht ernten. Nee, können wir noch nicht. Also hier müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen vergrößern. Was liegt hier noch rum? Ein Flex. Das sollten wir natürlich noch aufräumen. Und Äpfel. Oh, gut. Und ich glaube, wir können wieder mal Äpfel ernten. Und wir könnten wieder mal Pfirsiche ernten. Peaches. Oder sind das Pflaumen? Pflaumen. Komm, wir machen alle. Und wir machen da auch alle. So, und wir machen bei den Bananen. Oder machen wir die Kokosnüsse? Wir machen die Kokosnüsse. Passt. So, dann haben wir hier wieder Vitamine. Das ist zwar Arbeit, aber Vitamine sind gut. Und dann machen wir hier noch Musik. Und dann sind wir gut vorbereitet für die nächste Folge. Würde ich jetzt sagen. Und da müssen wir hier beobachten, wie sich die da entwickeln, dass wir die ernten, falls möglich. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr selber zockt. Lasst gerne Kommentare da, wenn euch was auffällt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis demnächst.